Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Ja, wir spielen mal ein neues Spiel und was das ist, erkläre ich gleich. Wir haben hier alle DLCs, jetzt haben wir es. Also Snowfall, wir werden Schnee haben. Es gibt eine Menge Erweiterungen. Matchday ist ein Stadion, was man sich bauen kann, ein größeres. Deko, das sind so Gebäude und dergleichen. Hier haben wir noch ein normales Stadion-Add-on. Also hier gibt es einen besonderen Matchday. Dann weiß ich gar nicht so auswendig, was ist. Das ist ganz neu. Das sind Naturkatastrophen. Da gibt es die verschiedensten. Und After Dark. Also, das ist die Dunkelheit, die reingekommen ist. Und das ist aber noch gar nicht alles, denn wir haben hier auch noch Hightech. Wir haben hier einen Entspannungssender-DLC. Und ich glaube auch in After Dark meine ich, gibt es auch diesen Schnee. Nee, das ist bei Snowfall gibt Schnee. Ich glaube, den habe ich vergessen. Snowfall, also wir haben auch Schneelandschaften. Ja, was das Spiel ist, das erkläre ich gleich. Wir gehen mal auf Neu und ja, ich habe schon Spiele gespielt. Ich habe zwei Spielstände. Kann ich vielleicht auch nochmal separat irgendwann zeigen. Momentan muss ich sagen, ist es das Spiel, was ich ja, in 10 Jahren, etwas über 10 Jahren Steam am meisten gespielt habe. Natürlich gibt es das Spiel nicht 10 Jahre, aber in meinem Steam-Account hat das mit 124 Stunden aktuell die meiste Spielzeit. Gut, jetzt können wir uns die Karten mal angucken. Ich kenne auch nicht alle. Da sind einige neue zugekommen und wir müssen uns erstmal überlegen, wollen wir so eine Schneelandschaft haben oder wollen wir keine Schneelandschaft haben? Das kann natürlich alles dementsprechend von Vor- oder Nachteil sein, weil man muss Schneeschieber und dergleichen bauen. Sonst fahren die Fahrzeuge sehr langsam auf den Straßen. Ist eine zusätzliche Herausforderung. Aber ich muss auch sagen, so wirklich viele Schneekarten scheint es da ja nicht zu geben. Was bei den Spielen ein bisschen besser sein könnte, was ist das? Okay, keine Ahnung, gibt's nichts, ist so ein bisschen die Übersicht der Karte. Die ist sehr grob gehalten, die würde ich mir denn doch anders wünschen. Ja, hier hätten wir zwei Flüsse. Geeignetes Gebaugebiet sind 56%. Hört sich wenig an. Ich bin immer jemand, der 80 und mehr am liebsten haben will. Aber die Karten sind schon riesig. Also da muss man schon sagen, haben wir prinzipiell mal keinen Stress. Ich bin immer noch sehr unentschlossen, was ich nehme. Ich gehe noch einmal alles durch. Wir sehen hier quasi auch, was es für Rohstoffe gibt. Hier gibt es Ölvorkommen, Eisenvorkommen, Erzvorkommen meine ich, Agrargebiete und sogar ein Forstvorkommen. Ich muss allerdings auch gestehen, ich weiß gar nicht, wie man es abbaut. Ich habe das Spiel 124 Stunden gespielt und kann bei weitem nicht alles. Es ist sehr umfangreich und ich spiele es, glaube ich, auch sehr linear, muss ich sagen. Auch Szenarien gibt es, das gab es früher nicht. Das ist ja auch interessant, okay. Auch was Neues. Ja, und ich gucke mal, ich würde gerne eine Baufläche von, ja, von mindestens 75% haben wollen. Hier sehen wir, gibt es zum Beispiel kein Ölvorkommen. Inwiefern das interessant ist oder nicht, ist, weiß ich nicht. Des Weiteren muss man darauf achten, man sieht es, gibt es hier eigentlich immer die Verbindung? Ja, die gibt es wohl immer. Also da gibt es keine Unterschiede. Hier gibt es so ausgehende Verbindungen, Autobahn, Schiene, dann Schiffsverkehr und Flugzeug, aber das scheint es wohl überall zu geben. Das ist wohl. Ah, wir können auch so, wunderbar. Ja, das haben alle. Nee, hier nicht, hier nicht. Hier gibt es keine Schiffe. Aha. Bei zwei Flüsse gibt es keine Schiffe. Ja, also auch das muss man dann vielleicht berücksichtigen. Ich würde sagen, ich schaue mir die Karten jetzt nochmal an, gucke, was da so für mich in Frage kommt. Für dieses Let's Play, das sieht eigentlich schon nicht schlecht aus. Der Vorteil ist, man kann diese Insel bebauen, kann hier auch Brücken überall noch rüber bauen. 69% ist ein bisschen weniger als das, was ich gerne haben möchte. Da muss ich auch mal ehrlich sein. Schnellwasser, ja. Was auch immer das ist. Hier werden wir wahrscheinlich mit Überflug und Flutungen und dergleichen Probleme bekommen.
auch das müssten wir natürlich berücksichtigen bei der Wahl, die sich jetzt schon ein bisschen hinzieht. Ich bin gar nicht so sicher, was ich da nehmen soll. Nach wie vor ist die Unsicherheit sehr, sehr groß. Die Karte gefällt mir eigentlich auch. Die Nebelhügel. Ja, das ist ja auch eine ganz famose Karte. Allerdings ist mir das zu... Oh, hier mit dieser Küste, das hat natürlich auch Style. Aber 56% nur, das ist zu wenig. Man kann eigene Karten machen. Es gibt übrigens einen Karteneditor. Das wäre für das Let's Play wahrscheinlich sogar das Perfekte gewesen. Hätte ich mal machen sollen. Ja gut, wir haben alles durch. Ich hätte fast die genommen, nur sehe ich, dass es dieses Ölvorkommen nicht gibt. Ich würde gerne alle haben und auch erforschen, wie das geht und wie man das nutzt. Und ich würde sagen, wir nehmen die grüne Prärie. Ich glaube, das hört sich gut an. Wir haben hier gute Ressourcen, wir haben hier alle Verbindungen. Und ja, wir können hier Linksverkehr anklicken oder nicht. Also sprich, englische Fahrsystem oder halt das deutsche. Wir wollen das deutsche. Und wie nennen wir die Stadt? Lakewood hört sich schon ganz cool eigentlich an, muss ich sagen. Allerdings, ja, doch, kann man lassen. Wir lassen das so. Ich habe erst überlegt, ob ich irgendwas mit YouTube da einbringe und so, aber als Städtename, ja, YouTube ist ja quasi eine kleine Stadt, aber ich werde vielleicht einfach Let's Player Viertel nehmen oder so. Das wäre ganz cool, dass wir die Viertel irgendwie in halbwegs berühmte Let's Player umbenennen oder machen. Beziehungsweise, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, dann dürft ihr mir gerne auch reinschreiben, dass ihr ein Viertel sein wollt. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, bevorzugt Industrie oder bevorzugt Stadt. Und mal gucken, man kann da Viertel einteilen. Habe ich bis jetzt kaum gemacht. Weiß auch nicht so wirklich, ob das so notwendig ist. Man kann da halt Regulierung vornehmen. Dazu gleich mehr. Bevor wir jetzt anfangen, wir haben uns hier entschieden, wir werden das Lakewood lassen. City Skylines ist letztendlich SimCity. SimCity? Naja, nicht letztendlich. Wer SimCity liebt, wird es nach diesem Spiel wahrscheinlich nur noch maximal mögen. Denn dieses Spiel beinhaltet so viele coole Sachen. Und die Grafik ist richtig cool. So dass das nicht mit SimCity vergleichbar letztendlich ist, aufgrund des Umfanges des Spiels. Also letztendlich ist es einfach eine Stadtaufbausimulation, um es auf den Punkt zu bringen. Und ja, wir haben neben den ganzen Städtebau haben wir auch den Verkehr, den wir beachten müssen. Das ist auch so ein bisschen ein Schwerpunkt in diesem Spiel, dass man guckt, dass die Leute von A nach B kommen. Gut. Ich denke, ich habe das so grob erklärt. Den Rest machen wir jetzt gleich, wenn wir los Let's Playen. Die Musik sollte kein Problem sein. Auch der Radiosender. Ich habe da mal ein bisschen, ich habe da mal drei Stücke rausgegoogelt. Das scheint nichts Lizenziertes zu sein. Es gibt diesen Radiosender als Erweiterung. Und ich denke, das wird von den Spielemachern gemacht sein. Und das sollte in Ordnung sein, wenn das in Let's Play mit drin ist. Denn es gehört ja zum Spieleumfang dazu. Zumindest hoffe ich, dass das okay ist. Ansonsten müsste ich das in Zukunft ausmachen. Dieser Radiosender übrigens, der jetzt gekommen ist mit diesen ja, mit diesen DLC, also mit den Erweiterungen, ist recht gut gemacht. Es ist okay für den Preis, ist es okay. Könnte umfangreicher sein. Blub, hallo. Lassen Sie uns damit beginnen, Straßen zu bauen und so weiter. Wie das geht, weiß ich. Ich müsste nur mal, damit ich hier nicht so schreien muss, ne, ich muss momentan gerade schreien, Texturqualität mittel, habe ich, ich habe eine Riesenstadt, bei hoch ist das ein bisschen problematisch in der Tat, weil wenn man dann mal irgendwann so mehrere hunderttausend Einwohner hat, ich glaube, ich sollte das eher so machen. Ich glaube, das ist sinnvoller so zu machen. Hoch ist halt das Höchste, was geht. Und dann würde ich den Schatten halt auf Mittel machen. Müssten wir die Schattenlänge machen wir halt kurz. Wir brauchen keinen langen Schatten. Sollte das zum Problem werden, müssten wir es halt wieder ändern. Nur wie gesagt, bei mega großen Städten ist das definitiv ein Problem. Ich hoffe, die Aufnahme stürzt jetzt nicht ab. Nein, ist es nicht.
Dann wollte ich ein Audio und dann wollte ich kurz Musik und Radio. Aber ich würde gern auch die Umgebungslautstärke ein wenig reduzieren. Der Cheaper, da kommen wir gleich zu, der nervt eh. Da gibt es ein Add-on, um den auszumachen. Das werde ich wohl auch tun. Dazu gleich aber mehr. Ja, wir sollen bauen. Das machen wir auch gleich. Das Spiel pausiert jetzt gerade. Das allererste, was wir machen, wir gucken uns mal um. Die ganzen Bäume sind ausgeblendet auf einmal. Okay. Gefühlt waren hier mehr Bäume. Ich weiß gar nicht, warum jetzt. Ah, okay, er musste sie neu laden. Ja, wir haben da eine tolle Brücke. Ist das. Ja, wir kommen da nicht hin. Das ist aber eine Autobrücke. Sehr schön. Wir haben hier Brücken. Wir haben hier den Eingang. Also hier geht's in die Stadt rein. Und wir könnten quasi hier Straßen durchmachen. Dann dahin später. Aber das ist nichts für den Anfang. Die Karte habe ich übrigens noch nicht gespielt. Also auch für mich absolutes Neuland. Ja, was gibt es noch zu sagen, zu zeigen? Ist dieser Cheaper, das ist so ein bisschen der Twitter-Ersatz. Im Endeffekt soll es einfach Twitter darstellen. Die Bürger schreiben hier rein, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Braucht man aber eigentlich nicht. Hier haben wir noch Möglichkeiten, durch die DLCs hier denen halt so Mützen zu geben. Das ist durch dieses Stadion-DLC zum Beispiel. Das ist zu Weihnachten gekommen letztes Jahr. War es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das war auch so ein Weihnachtsgedöns, was da reinkam, kostenlos. Also schon eine gute Sache. Hier so eine Fliegerbrille. Also man kann da schon so ein bisschen rumalbern und spielen und ja, da ist der Vogel ein bisschen eingepackt. Letztendlich ist das halt Twitter. Da wir gerade Winter haben, machen wir mal das. Das passt so zu aktuellen Temperaturen draußen. Hatten ja vor wenigen Tagen zweistellige Minusgrade. Zwar nur für einen Tag, ja. Mittlerweile geht es ja wieder, aber es ist so. So, kurze Erklärung: Das ist die Autobahn, wo die ganzen Autos hier natürlich letztendlich in unsere City wollen. Und wir müssen gucken, dass wir zum einen mit unserem Geld hier haushalten. Wir haben 70.000 Dollar, Euro meine ich. Ich sage immer so gerne Dollar. Fast alle Spieler haben immer Dollar. Und zum anderen müssen wir aber auch gucken. Ja, es gibt jetzt Dinge zu beachten. Wenn wir jetzt hier bauen. Ja, das ist doof. Ich würde gerne eine größere Straße. Darf ich gar nicht bauen aktuell. Das müssen wir alles freischalten. Auch dafür, wenn man das nicht will, kann man das alles über Mods regeln lassen, dass das sofort frei ist. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal so. Und generell habe ich immer den Fehler in meinen Spielen, dass ich eigentlich. Ja, es geht gerade nicht, weil die zu kurz ist. Dass ich immer so baue. Also hier sieht man das Blaue am Rand, dass das an den anliegt. Das ist ganz praktisch, weil man sehr viel Platz spart. Das sieht jetzt auch nicht unbedingt schlecht aus, weil es gefüllt ist. Es gibt aber keine Grünflächen. Und gerade wenn die Städte größer werden, habe ich gemerkt, dass es halt schwierig ist, eine Autobahn lang zu führen oder wie auch immer die Stadt nachträglich. Man muss unendlich viel abreisen und ist uncool. Darum machen wir das hier halt besser. Und man kann hier unten auch ein Schwungwerkzeug nehmen, soll heißen, ich klicke jetzt hier hin und sage, so soll die Straße gehen. Das macht ja auch Sinn, dann kann ich das hier angleichen zum Beispiel. Wie gesagt, diese Straßengröße werden wir nicht dauerhaft behalten. Da werden wir definitiv. Größere Straßen noch haben werden. Das war ein Satzbau, der war. Ja. Ja, es gibt aber auch noch andere Dinge zu beachten. Und zwar, ja, wir haben das Spiel angehalten. Und zwar können wir hier wählen, ob wir kleine Besiedlung, also eine geringe Besiedlung haben wollen, später eine große. Also eine Dichte, kleines Gewerbe, große Gewerbegebäude, Industrie, die sehr viel Umwelt verschmutzt, aber halt natürlich Arbeitsplätze schafft. Wie Gewerbe im Übrigen auch, aber das ist ja so eine Nachfrage, weil letztendlich die Industrie produziert für das Gewerbe und ohne Gewerbe keine Industrie, ohne Industrie kein Gewerbe, weil sie sind so ein bisschen abhängig zumindest. Und die Bürogebiete, die zählen so ein bisschen, zwar von der Verschmutzung nicht, aber die zählen
im Endeffekt zum Industriegebiet dazu. Ich glaube, das ist so ein Ausgleich, dass man nicht zu viel Industrie braucht und ja, und das sind letztendlich Gebiete zum Aufheben. Das kann man aber auch einfach mit der rechten Maustaste und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht lang, ich baue einfach mal. Und im Endeffekt sieht man, geht es recht schnell. Man klickt in diese Felder rein. Ich kann auch sagen, ich will die einzeln ausfüllen oder kreismäßig ausfüllen, dass ich hier sage, ich male mir das hier so aus. Aber ist natürlich ein bisschen mühsamer. Kann man später eventuell auch mal gebrauchen. Das ist schon durchaus denkbar. So, wir bauen das hier mal alles hin. Wir werden hier eh alles brauchen. Wir können hier dann so ein bisschen Gewerbe machen. Wir werden auch noch mehr Gewerbe brauchen. Wir werden Straßen brauchen und wir werden vor allen Dingen auch noch Strom brauchen. Ja, dann würde ich am liebsten hier entlang bauen. Und hier machen wir dann quasi die Industrie hin. Die benötigen wir halt auch. Letztendlich sind das die Jobs. Und wir müssen erstmal Geld machen. Wir werden später die Stadt, das wird hier umgestaltet werden. Das wird nicht so bleiben. Ich glaube, die Musik ist immer noch recht laut im Verhältnis zu meiner Sprache. Das kann auch täuschen, aber ich glaube, das kommt schon hin. Und das bedeutet für mich, ich muss mal einfach die Umgebungslautstärke. Wenn ich die ausmache, höre ich da noch was? Nein, also das ist schon die Umgebungslautstärke. Die machen wir mal vielleicht auf 36% erstmal. Na, ist sehr laut, dieses Rauschen. Ja, was braucht man in der Stadt noch? Natürlich letztendlich Straßen, Häuser, die sich baut werden gleich alleine, aber auch Strom und Wasser. Aber nicht nur Wasser, natürlich auch Abwasser und Fernwärme, also Heizungen. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das alles angehen. Das ist gar nicht so einfach. Wir können jetzt hier so ein Kohlekraftwerk bauen oder Windräder. Wir müssten mal gucken. Ja, das Problem ist, hier können wir nicht hinbauen. Je dunkler die Stellen sind, je mehr Strom erzeugen die. Also hier 8 Megawatt. Hier sind es nur 3. Hier hätten wir 4. Also ist jetzt nicht so der große Brüller. Und wenn ich gucke, kostet 6.000. Das kostet 19.000, hat natürlich wesentlich mehr Unterhaltskosten. Also im Endeffekt ist das teurer, aber es macht auch 40 Megawatt. Und wenn ich jetzt überlege, ich kriege hier mal 4 raus, muss ich 10 Stück bauen, da wäre ich bei 60.000. Also fahre ich am Anfang hiermit selbstverständlich günstiger. Und das ist nur eine Zwischenlösung, denn letztendlich, ja, letztendlich müssten wir gucken. Ja. Ich könnte jetzt hier Stromleitungen auch ziehen, aber dadurch, dass die Gebäude sich bauen, schließen sie sich automatisch an. Ja, jetzt brauchen wir noch Abwasser. Das hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, aber das ist schlimm. Ach, wir dürfen hier noch gar nicht bauen. Wir müssen das später machen. Wasserpumpen und Abwasser. Und da gibt es noch eine Besonderheit. Da gibt es eine große Besonderheit. Dafür muss das Spiel kurz laufen. So, das ist die Strömungsrichtung. Also von hier nach da. Denn das Problem ist oder wird sein, dass dieses Abwasser das Wasser natürlich massiv verschmutzt. Wir sehen hier auch die Pfeile jetzt. Und das ist gar nicht so lustig. Und wir müssen das Frischwasser quasi vor den Abwasserrohren holen. Ja, wir holen hier das frische Wasser und hier wird es dann irgendwann eine braune, dreckige Brühe. Ups, da hat's gezuckelt. Ich weiß auch gar nicht, aktuell 17 Frames. Ich überlege, ob ich die Grafik nicht doch erstmal wieder runterstelle, ob das damit zusammenhängt. Wir hatten die ja hochgestellt. Eigentlich läuft das Spiel wirklich flüssig. Zuckelt da. Also eigentlich sollte das absolut kein Problem sein. Ich habe auch nichts laufen. Ja, wir sind auf 19 Frames. Also vielleicht pendelt es sich gleich noch ein. Es ist schon ein wenig ressourcenfressend, das Spiel, das kann man schon so sagen. Ja, dann haben wir hier die Rohre. Das heißt, wir müssten im Endeffekt nur mal gucken, dass wir hier die Stadt gründlich erschließen. Ist auch nicht so günstig, wie man denkt.
Also da heißt es dann schon gucken und nicht zu viel verschenken, gerade am Anfang. Später ist es alles kein Problem mehr. So, man muss natürlich auch zack, Schmutz haben und wir benötigen, das ist gar nicht so unwichtig. Wir benötigen, gehen wir bitte weg. Ja, Wasserturm brauchen wir jetzt nicht. Steckgebiet an Wasserquelle zur Verfügung. Weiß ich gar nicht, haben wir ja gar nicht. Wir haben keine Wasserquelle. Und macht Lärm. Warum ich jetzt auch mal geflüstert habe, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was wollte ich denn bauen? Strom. Wir benötigen hier natürlich auch Strom. Und dafür setzen wir erstmal das Windrad hier hin. Und dann würde ich sagen, lassen wir das Spiel langsam mal einklingen. Ich habe es bewusst mit Pause gemacht und die Zwitschern sind quasi die Bürger hier. Aber das ist was, was ich eher nicht berücksichtige. Beziehungsweise was später halt dann auch deaktiviert wird. Das werden wir definitiv nicht anlassen.